Grüß euch, herzlich willkommen zu meinem Podcast Wolliges Geplauder. Ich bin die Jenny aus dem Allgäu und ihr erfahrt auch hier, was ich die letzten 2 oder inzwischen sind es 2,5 Wochen gehandarbeitet habe. Wie immer geht es dabei vorwiegend ums Stricken, aber ich habe auch ein bisschen gehäkelt und auch genäht. Ich begrüße euch alle ganz, ganz herzlich und ja, wollen wir doch gleich mal anfangen, weil ich glaube, ich habe einiges geplant heute. Ja, als erstes seht ihr das erste fertige Projekt. Ich habe meinen Eulenpulli fertig. Yeah! Der gefällt mir ausnehmend gut. Er sitzt wirklich perfekt, ist aber sehr, sehr warm. Aber heute hat es Schnee draußen und ich glaube, das ist jetzt fast die letzte Gelegenheit, dass ich den in diesem Jahr nochmal tragen kann, zumindest innen. Aber man kann den ja vielleicht draußen mal drüber ziehen, wenn man draußen spazieren geht, so als Jackenersatz. Ja. Die Anleitung ist eine Kaufanleitung von Katie Davis. Gestrickt habe ich den Pulli aus Drops Nepal, in diesem schönen mittleren Grauton. Ich habe 9 Knäuel gebraucht, ziemlich exakt, also 438 Gramm wiegt das Teil. Ein bisschen Schwund ist ja dabei von Fäden, die man dann wegschneidet. Ein Knäuel habe ich noch übrig, weil ich 10 gekauft habe. Nadelstärke war 5 für die Bündchen und 5,5 für den Rest. Ja, und er ist, ich stehe mal ganz kurz auf. Also ihr seht, er ist ganz schlicht hier unten und hat dann oben diese Passe mit diesen Eulen. Und eigentlich kommen jetzt hier noch 2 Knöpfe als Augen hin. Ich werde das schon noch machen. Ich weiß noch nicht, ob ich es rundherum bei allen dann mache. Oder nur bei vereinzelten, entweder hier nur so 3 oder jede zweite. Da muss ich mal schauen. Da gibt es mehrere Varianten im Internet. Ich habe auch schon ein paar Knöpfe mir ausgewählt, aber da gucke ich einfach noch. Bisher war ich dann noch zu faul, die hinzunähen. Das ist jetzt eine Tätigkeit, wo wieder gar nicht so gern von mir gemacht wird. Alles, was so mit Ausarbeiten zu tun hat. Aber man kann ihn auch so schon tragen und ich finde, man sieht auch so schon, dass das tatsächlich eine Eule ist. Aber mit den Knöpfen ist natürlich noch mehr ein Hingucker. Also die kommen schon auf jeden Fall noch hin. Ganz großer Vorteil von diesem Pullover ist, dass der am Rücken Abnäher hat. Also man macht die Zunahmen, also für dieses Shaping, wie es immer so schön im Englischen heißt, nicht an der Seite, sondern am Rücken. Und es ist dann eigentlich wie so ein, wie ein Abnäher beim Nähen hinten dran. Und dadurch sitzt der also wunderbar, also perfekt. Die Ärmel sind ein bisschen lang, seht ihr also hier, aber das mag ich ganz gern. Ich habe eh furchtbar lange Arme und darum stricke ich da immer lieber ein paar Zentimeter mehr. Und das macht mir nichts. Die kann ich entweder umschlagen oder dann, wenn es wirklich ganz kalt ist, schön so über die Hände drüber ziehen. Dann sind die auch warm. Ja, also bin wirklich rundum glücklich mit diesem Teil. Es sitzt super und es ist super warm. Also ich schwitze hier schon so ein bisschen vor mich hin, aber ich behalte ihn jetzt mal an heute, dass ich ihn wenigstens einmal getragen habe dieses Jahr. Ja, der ist also fertig und ja, dann habe ich noch ein zweites, ein kleines Projekt fertig. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen kuscheln. Ich bin vorher 5-mal umgezogen mit meinem ganzen Zeugs, was ich euch zeigen möchte, bis ich die optimale Position gefunden habe, wo mir das Licht gefällt und die Einstellung gefällt. Und ja, jetzt bin ich hier gelandet und ich hoffe, dass ich jetzt alles immer mitgenommen habe. Genau, das, was ich jetzt euch als nächstes zeige, das habt ihr zunächst schon mal gesehen. Das ist diese kleine süße Babyjacke. Die ist nach der Anleitung Chestnut von Drops Design. Ist eine kostenlose Anleitung. Gestrickt habe ich die aus Drops Flora, aber das wisst ihr ja alles schon. Ich habe auch das mit diesen Druckknöpfen, das weiß ich nicht, ob ich euch das letztes Mal gezeigt habe. Also ich habe, die Knöpfe sind vorne eigentlich nur reiner Fake und weil ich das praktischer finde für ein Baby, habe ich das so mit Druckknöpfen verschlossen. Ja, und damit das Kind eben auch noch warme Füße hat, gab es jetzt da noch die passenden Schuhe dazu. Die schauen dann so aus. Der erste und das ist der zweite. Ich finde, die schauen sehr, sehr klein aus. Ich habe zwar die Anleitung für die Größe von der Jacke auch genommen, aber mal gucken. Ja, man fängt hier zum Stricken von oben an, integriert dann auch diesen kleinen Zopf hier vorne dran. Dann strickt man den Fußrücken.
und nimmt rundherum Maschen auf, strickt dann quasi von hier nach oben nach unten und am Schluss kommt dann die Sohle dran. Ein sehr, sehr simples, aber finde ich sehr effektive Methode, um so Babyschuhe zu stricken. Die werde ich mir auf jeden Fall merken, weil die kann man ja beliebig abwandeln. Wenn man das einmal so ein bisschen im Kopf hat, wie man das macht, kann man da alles Mögliche dann machen mit Colorwork oder Lesmuster und so weiter. Ich habe sie ein bisschen abgeändert als in der Originalanleitung von Drops. Und zwar habe ich hier an der Seite, da war ein Perlmuster vorgesehen. Ich habe es schöner gefunden in Graues Rippe, weil so ein bisschen dieser Trachtencharakter, den diese Jacke ja durchaus hat, finde ich, da ein bisschen mehr zum Vorschein kommt. Außerdem war dort angesehen, dass man die Sohle dann erstmal strickt und dann annäht. Das war mal zu blöd, nähen tue ich ja nicht gerne. Also so annähen und solche Dinge. Am liebsten ist, wenn ich abkette und das Strickstück ist dann fertig und ich muss nicht irgendwo noch groß was vernähen und irgendwas hinmachen. Deswegen habe ich das gleich beim Stricken hier links und rechts dann angestrickt und am Ende dann mit einem Three Needle Bind Off das beendet, sodass ich da nur noch den Faden abschneiden musste und der Schuh war fertig. Ja, zwei Schuhe dazu, zu dieser Jacke. Ja, und dann braucht das Kind ja auch noch ein bisschen was zwischen Jacke und Schuhe, also eine Hose. Die habe ich jetzt nicht gestrickt, das ist jetzt mein Nähobjekt, was ich dieses jetzt dazu zeige. Hier habe ich da noch so eine kleine Hose genäht. Die scheint mir jetzt auch noch ein bisschen groß, aber das macht nichts. Da kann man ja vielleicht unten das ein bisschen hochschoppen an den Beinen. Aber ich fand den Stoff, den fand ich total süß. Habe ich irgendwo im Internet erstanden und dann eine ganz, ganz einfache Anleitung für alle, die nähen. Wo habe ich sie da? Ich habe jetzt dieses kostenlose, so ein E-Book, das heißt Brückje, keine Ahnung. Und die Seite, auf der ich es gefunden habe, steht hier nicht drauf. Lila wie Lite steht hier. Also vielleicht, wenn ihr Brokje das hier eingibt im Internet und da kommt dann dieses Schnittmuster raus. Ist ratzfatz genäht, also hat man in einer halben Stunde mit zuschneiden und alles. Wenn die Nähmaschine das macht, was man will, was bei mir nicht immer so der Fall ist oder wenn man sich nicht vernäht, dann geht das wirklich ganz, ganz schnell. Und macht auch wirklich super groß Spaß zu nähen. Das wären jetzt noch Taschen, aber das habe ich weggelassen, weil ein Baby braucht meines Erachtens noch keine Hosentaschen. Aber man kann diese Hose eben auch schon für ein bisschen größere Kinder nähen. Also, ich hänge glaube ein Bild hinten dran, wo ihr dann diese ganze Kombination seht, wie das dann so ausschaut. Und ich finde, das passt super schön zusammen. Ja, und dem Kind soll es natürlich auch nicht an den Ohren frieren und auf dem Kopf. Und deswegen gab es dann noch eine passende Beanie. Und auch die habe ich genäht. Das ist also die Mütze dazu, die kann man auch so ein bisschen umschlagen. Ich muss sie mal noch schön bügeln, damit die Nähte ein bisschen besser rauskommen. So, das ist dann die passende Mütze dazu. Und da ist die Anleitung, habe ich auch noch hergerichtet. Die heißt von Lipstess, heißt die. Schreibt man so mit Lybstes. Auch eine freie Internetanleitung. Ronja Wedeking ist die Designerin. Und ja, da könnte man auch, das ist jetzt auch noch so ein Teil, das so einen Schirm vorne dran machen. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil ich wollte einfach nur so eine ganz simple Babymütze oben drauf. Ja, und das ist jetzt eben fertig. Und das wird heute oder zumindest die nächsten Tage verschenkt, weil nämlich der kleine Erdenbürger inzwischen auf die Welt gekommen ist. Es ist ein kleiner Bub, der das bekommt, ja, und ich hoffe, die Mama freut sich und das Kind trägt es dann gerne. Jo, das sind meine fertigen Sachen. Wenn ihr irgendwie noch Fragen dazu habt, einfach dann nachfragen. Ich habe vieles, glaube ich, schon alles erzählt, aber vielleicht ist manchen von euch nichts mehr so geläufig und deswegen einfach nachfragen, wenn ihr noch irgendwas dazu wissen wollt. Ja, was habe ich dann auf den Nadeln? Natürlich immer noch einiges, weil ja, es geht ja nie aus. Und ja, ich fange mal mit dieser Tasche drinnen. Kennen vielleicht schon manche. Da ist meine Sockyarn Blanket beherbergt. Da ist auch ein bisschen was vorwärts gegangen.
versuche ja so, wenn es geht, jede Woche ein Quadrat zu stricken. Schaffe ich nicht immer, aber diesmal bin ich schon weitergekommen. Drei Quadrate sind dazu gewachsen. Also dieses schön bunte, papageienfarbige, dann dieses etwas dezenter gemusterte, finde ich super, diese Wolle, also die von der Sprenkelung und so, da hätte ich gerne mehr oder einen Pullover drauf, so in der Art. Und dann nochmal hier ein buntes Teil. Und ja, ich bin jetzt schon, ich brauche jetzt noch drei und dann bin ich mit der zweiten Reihe fertig. Juhu! Ja, hier fällt mir da die Nadel raus, das ist ungünstig, weil sonst purzeln mir dann die kompletten Maschen weg. So, das tun wir dann wieder hier so hin. Genau, also ganz normales Prinzip einer Socke und Blanket, nur dass ich diesen schwarzen Rand immer rum mache. Ich mache es ja auch ziemlich breit, seht ihr hier. So, da ist der Anfang, weil wenn, dann möchte ich dann schon eine richtig große Decke haben einfach. Aber ja, das ist ein Never-Ending Project. Nadelstärke ist, glaube ich, 3, was ich hier nehme. Oder 3,25. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, 3 ist es. Und ja, ich glaube, von diesen drei Quadraten, woher das Garn ist, könnte ich noch schnell sagen. Und zwar, das ist alles aus meinem Adventskalender noch gewesen. Ja, also langsam geht es zur Neige, habe ich bald alle zu langsam verstrickt, aber die sind noch aus dem Adventskalender. So, jetzt hänge ich meinen Maschenkeeper gleich um oder meinen Project Keeper. I Love Knitting steht hier. Und dann geht's nächste Woche an das neue Wochenquadrat. So. Dann habe ich auf den Nadeln, das muss ich so ein bisschen gucken, was ich als nächstes zeige. Ah ja, ja, noch einen Pullover. Pullover stricke ich ja furchtbar gerne. Ich lehne mich kurz zur Seite. So. Yep. So, ich glaube, jetzt habe ich alles da, was ich brauche. Genau, der Cocktailjumper soll in etwa so ausschauen. Ist von La Maison Rélie. Und eine Kaufanleitung wird von oben nach unten gestrickt und ich bin jetzt nicht so weit gekommen, werdet ihr gleich sehen. Also man sieht nicht so rasende Fortschritte. Ich hatte ja schon das Oberteil. Ich habe statt einem blauen Garn, wie in der Originalanleitung, habe ich so ein helleres lila Auberginen genommen, was so ein bisschen meliert ist. Und muss ich gerade mal schauen, wo da irgend sowas wie ein Project Keeper drin hängt. Ah ja, da. Ach ja, doch, bin schon ein Stückchen weit gekommen. Da war ich das letzte Mal und soweit habe ich weiter gestrickt. Ich bin inzwischen, er wird auch tailliert, was ich eigentlich immer ganz gerne mag. Und ich bin jetzt bei den Zunahmen. Ich habe die alle Abnahmen, da habe ich ein bisschen weniger gemacht, weil ich einen relativ kurzen Oberkörper habe. Und dann, sonst passt es mir nicht so ganz an meinem Körper. Und dann bin ich jetzt bei den Zunahmen. Inzwischen habe ich auch festgestellt, dass das mit diesem Garn zu optimistisch war, dass ich da mit einem Knäuel hinkomme. Deswegen habe ich meine liebe Freundin, die Sandra, gebeten, ob sie noch mal so etwas für mich hat oder sogar färben kann. Sie hat schon gefärbt. Und ja, also die Wolle ist von Kunterbunte Wolle, heißt ihr Shop bei Etsy. Und sie kann wunderschön färben. Alle Färbungen sind von ihr. Das oben ist ein bisschen andere Qualität. Und die zwei habe ich dann auch zusammen bei ihr bekommen. Das war mein Weihnachtsgeschenk, weil das auch so schön zusammenpasst. Von dem habe ich noch ganz viel übrig. Bin ich gespannt, was ich mache. Also ich finde auch diese Mischung finde ich super schön. Vielleicht mache ich mal noch so ein Pullover, bloß andersrum. Also dass die Akzente dann mit diesem Garn sind. Weil mir da jetzt ja wieder was übrig bleibt. So, mal die Fäden herholen. Also bisher habe ich mit dem gestrickt. So viel ist jetzt übrig. Aber das reicht nicht. Also ja, es wird auf jeden Fall sehr eng. Und deswegen habe ich noch mal einen neuen. Und da seht ihr jetzt schon, was wahrscheinlich mein Problem sein wird. Das ist schon um einiges dunkler. Also es ist halt bei handgefärbten Garnen immer so das Problem. Man bekommt es nie so recht gleich hin. Aber
Ich mache das einfach so, dass ich das jetzt so langsam ineinander fade, sodass unten einfach der unten der Rand ein bisschen dann dunkler wird. Und ich glaube, dass das dann auch ganz gut ausschaut. Das Bündchen wird dann komplett mit dem, das ist ja dann wieder so ein bisschen Kontrast und so der Übergang dazwischen, werde ich das so langsam dann einfaden. Das ist mein Plan. Ja, ich hoffe, dass ich da ein bisschen vorwärts komme die nächste Zeit, aber da kommen wir dann später noch drauf. War ich etwas abgelenkt mit anderen Dingen, die mir so dazwischen gekommen sind. Deswegen ist der Fortschritt jetzt nicht ganz so weit, wie ich eigentlich erhofft hatte. Ich habe gehofft, dass ich vielleicht die Woche schon bis zum Bündchen runterkomme. Hat nicht geklappt. So, das schmeiße ich jetzt mal hier da hinten zur Seite. Nehme noch einen Schluck Tee zum passend zum Eulenpulli in einer Eulentasse. Also ein grüner Tee drinnen. Ich mag gerne grünen Tee und ich tue gerne immer ein Schlückchen Pfefferminzsirup rein. Einmal um den Tee zu süßen. Ein kleines bisschen und es gibt einfach auch nochmal so einen guten Geschmack. Ja, also dann haben wir das. Dann habe ich noch auf den Nadeln, das ihr kennt, die graue Eminenz, dieser Pullover mit dem Kaschmirgarn von Lana Crossa. Wer mir schon öfters zugeschaut hat, der hat den schon gesehen. Da ist allerdings nur so ein Stück maximal gewachsen. Deswegen habe ich den jetzt gar nicht hergerichtet. Das lohnt sich nicht, euch den zu zeigen. Aber ich bin dabei. Also ich will den schon weiter stricken und fertig bekommen. Aber ja, das ist etwas geruht. Ich bin also auch nicht so zum Stricken gekommen die letzten Wochen oder ja. Oder ja, ich komme generell eigentlich nie so viel zum Stricken, wie ich gern möchte, weil ja doch immer noch einiges anderes da ist. So, was habe ich noch auf den Nadeln? Eigentlich mehr so am Haken, nicht auf den Nadeln. Das ist meine Babydecke. Mein zweites Babygeschenk. Die Mama habe ich gestern getroffen. Also Baby ist noch gut im Bauch aufgehoben. Dauert, denke ich, noch so einen Monat, bis es auf die Welt kommt. Und das bekommt eine Babydecke. Und zwar muss ich gerade mal kurz blättern, sorry. Die heißt Sweet Dreams heißt sie, genau, Sweet Dreams. Die Anleitung ist kostenlos, findet ihr im Internet auf der Seite It's All in a Nutshell. Und ist so eine Patchwork-Decke. Ihr habt die bestimmt auch schon gesehen. Und inzwischen habe ich alle Patches fertig und schon mal horizontal heißt es, genau, horizontal miteinander verbunden. Schaut so groß aus. Also ich finde, die schaut klasse aus. Jetzt muss ich eben noch die senkrechten runterhäkeln verbinden. Da ist auf der Seite auch ein Link zu einem ganz tollen Tutorial, wie man das am geschicktesten macht. Und dann kommt außen noch ein hübscher Rand dazu. Ja, ich möchte die auf jeden Fall jetzt ganz, ganz, ganz schnell fertig bekommen. Ja, gefällt mir vom Prinzip her sehr, sehr schön. Also könnte ich mir eigentlich auch so für mich vorstellen, so als Sofadecke mal. Aber da habe ich ja schon andere in Planung, meine Sockjahn-Blanket und dann habe ich noch was anderes im Kopf. Aber die geht auch relativ schnell, also so als Geschenk. Garn habe ich verwendet von Drops, diese Rosetten innen, die so immer so ein bisschen anders changieren. Das ist Drops Delight, doppelt genommen. Und dann außen ist Drops Charisma in weiß und eben in diesem lila Ton. Ich habe jetzt von dem, damit brauche ich jetzt nichts mehr. Für alle, die das vielleicht so in der Art nachmachen wollen, da reichen zwei Knäuel aus. Also ich habe es minimal noch übrig, aber es reicht, wenn man das doppelt nimmt, bekommt man da genau das Innenleben von dieser Decke. Und von dem Weißen muss ich mal gucken, wie viel ich gebraucht habe. Da braucht man schon eine Weile. Also sie hat schon ein bisschen Gewicht, die Decke. Gut. Ja, also das ist auch ein Projekt, das fleißig gewachsen ist. Ich weiß nicht, wann. Na, letztes Mal habe ich ja, bestimmt 7, 8 solche Patches noch gestrickt oder gehäkelt und dann zusammengefügt. Doch da war ich schon oft dran am Häkeln. Hat auch Spaß gemacht. Also am Schluss hat man so die Anleitung komplett im Kopf und dann flutscht es so
Und zack, zack, hat man dann so ein Patch und kann das dann wieder weiter gleich anhäkeln. Das finde ich dann auch ganz schön, weil ich die habe dann immer, wenn es fertig war, habe ich es dann gleich angehäkelt. So ist dann die Decke dann auch wunderschön gewachsen. Ja, und jetzt zu den neuen Sachen, die ich auf den Nadeln habe. Ja, ich habe kein UFO rausgezogen, war eigentlich schon so ein bisschen in Planung, aber ja, ich beuge mich wieder etwas vor, sorry. Ja, irgendwie war es dann, ist mir ja was anderes dazwischen gekommen. So, als erstes, diese Socken hier sind aus dem aktuellen Pompom Magazine, das jetzt zum März rausgekommen ist, Februar, März, die Frühjahrsausgabe vom Pompom Magazine. Die haben es mir sofort angetan und Socken habe ich eh schon länger keine mehr gestrickt. Dann habe ich mir gedacht, ach ja, machst du die. Und ich habe dann als dunkles Garn diese Wolle hier verwendet. Das ist so eine ganz simple Sockenwolle, keine Ahnung, wo ich die gekauft habe. Hot Socks Fashion. Ich glaube, die ist von Gründel oder nicht? Keine Ahnung. Gründel, ja, doch, Gründelwolle ist es. Also ganz typisches, normales Sockengarn. Und der Hauptteil der Socke ist dann dieses. Das ist Wolle, die habe ich von auch zu Weihnachten bekommen. Und zwar von der lieben Babsi. Die hat einen Etsy-Shop, der heißt Almrausch Wolle, wo sie ihre Garne vertreibt und auch eine wunderschöne Färbung. Ihr seht es gleich, wenn ich die Socken zeige, mit allen möglichen Grüntönen. Also es erinnert wirklich so ein bisschen an ein tiefblaues Sommermeer, so, wo alles drinnen ist, so grün, türkis und unten ein bisschen grün von den Wasserpflanzen und es schimmert wunderschön. Ja, ich habe beide Socken stricke ich gleichzeitig, damit ich nicht bei einem dann hängen bleibe. Und ich bin beim ersten, bin ich soweit. Also da seht ihr, ja, seht ihr, das ist wunderschön mit diesen grünen Sprenklern noch drinnen. Und ich finde, das passt dann auch schön mit dem Muster da zusammen. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Und ich bin jetzt so an den Spickelzunahmen. Ich, ja, die Anleitung ist auch Toe-up. Also von der Spitze her und auch ähnlich wie ich meine Socken stricke. Die Ferse wird ein kleines bisschen anders gestrickt, aber ich mache das so, wie ich es immer mache. Da mag ich jetzt nicht irgendwo mich in was anderes rein verkopfen. Jetzt muss ich gleich niesen, sorry. Entschuldigung. Ja, und beim zweiten Socken. Das geht es nicht weiter so, bin ich soweit. Da bin ich also kurz vor den Spickelzunahmen. Ich stricke es mit Magic Loop. Einmal habe ich hier, ist eine Haya-Haya-Nadel und das ist eine Chagu-Nadel. Die Nadeln vorne, finde ich, sind komplett identisch. Also da merke ich überhaupt keinen Unterschied. Auch die Übergänge sind identisch. Nur die Seile, da finde ich die Chagu-Seile einfach immer noch ein bisschen geschickter. Ja, und ich habe das herausgefunden. Und zwar tue ich mir immer mit diesem Colorwork, tue ich mich so ein bisschen schwer. Und zwar, da ist es schöner geworden. Das war eben diese neue Methode, glaube ich. Ich stricke Colorwork gerne, dass ich die eine Farbe in der rechten Hand habe und die andere Farbe in der linken Hand. Es funktioniert auch ganz gut, ist ein bisschen langsamer, aber ich finde, es kommt vom Ergebnis her gleichmäßiger raus, als wenn ich beide über die linke Hand ziehe, also über meine normale Fadenführhand. Ja, das Blöde ist jetzt nur mit dieser Magic Loop Methode oder auch mit einem Nadelspiel, wobei es da ein bisschen besser ist. Da, wo ich dann die Nadel rausziehe und dann eben auf der anderen Seite weiter stricke, da ist das irgendwie immer so unkommod. Also ich brauche da ewig, bis dann die Fadenspannung wieder ist, die Fäden wieder richtig auf meinen Fingern sitzen. Und deswegen, so, wo ist das jetzt hin? Habe ich mich erinnert, ich habe doch mal dieses Adi-Sockenwunder gekauft. Oder war das von Adi? Vorher war es doch noch da. Wo bist du denn hin? Ich glaube, ich mache jetzt ganz kurz mal Pause und suche das Teil und putze mir auch die Nase. Bin gleich wieder da.
Und weiter geht's. Alles wieder gut. Meine Nase wird langsam rot. Naja, gut. Also das habe ich gesucht. Ist das von Adi oder ist das von Knit Pro? Keine Ahnung. Ich glaube, es ist von Knit Pro. Von Nadel nach müsste es Knit Pro sein. Auf jeden Fall diese Mini-Nadeln. Ich habe die irgendwo mal gekauft bei irgendeinem Wollfest, glaube ich. Hab dann kurz damit gestrickt, habe mir gedacht, na, das taugt mir jetzt gar nicht. Ich habe mir gedacht, ich behalte jetzt mal, wenn ich irgendwo kurz ein bisschen Maschen stilllegen muss, ist das ja auch eigentlich ganz optimal. Und da habe ich mir jetzt dran erinnert. Und für die Colorwork, muss ich sagen, sind die klasse, weil ich muss nichts umgreifen. Ja, ich kann meine Fäden in meinen Händen behalten und stricke so wunderschön in der Runde. Das einzige Problem ist, dass ich relativ kleine Füße habe und ich habe da nur 56 Maschen in der Runde, sodass ich da immer ein bisschen zerren muss, dass das überhaupt da so ja, drumherum kommt. Also wenn das ein bisschen mehr Maschen sind, wäre das also überhaupt kein Thema. Aber das, ja, findet das Ding seinen Einsatz und man findet immer wieder so Sachen heraus, wo es einem dann leichter damit geht. Ja, das ist also das erste neue Teil. Mal so. Und das zweite neue Teil, das war jetzt eigentlich nicht geplant. Und eigentlich mache ich nicht unbedingt immer das, was alle machen, aber da habe ich mich jetzt echt überreden und breitschlagen lassen und es ist einfach auch so ein schönes Stück. Ja, was strickt im Moment die halbe Strickwelt, die halbe YouTuber-Strickwelt und viele vielleicht von euch auch? Das ist der Rockefeller von Stephen West. Ja, und ich konnte dem Ganzen nicht widerstehen und habe mich auch dran gemacht, dieses Tuch anzuschlagen und mache beim Kunkelkäu mit. Der ja hier, Kunkelstube ist ja bei mir hier ganz in der Nähe. Und ja, so, das ist das Tuch. Eine Kaufanleitung im Internet gibt es auch auf Deutsch. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo es die gibt. Also bei Ravelry gibt es nur auf Englisch, aber es gibt auch eine Seite, wo sie auf Deutsch ist. Und in der Kunkelstube, da ist die liebe Anja sehr, sehr aktiv und die möchte einen, hat einen Stop-and-Go-Call ausgerufen. Das funktioniert folgendermaßen: Diese Anleitung für dieses Tuch, die ja doch recht umfangreich ist, wird in mehrere Teile aufgeteilt und jeden Samstag gibt es dann eine Sektion, die freigegeben ist und die darf man dann stricken. Und das macht echt Spaß, muss ich sagen, weil einfach man sieht, oh, was machen die anderen? Es sind unglaublich tolle Farbkombinationen dabei, ungewöhnliche Farbkombinationen. Also es ist sehr interessant, was aus einer Anleitung dafür verschiedene Dinge entstehen können. Und ja, und die eine, man kann sich so ein bisschen motivieren. Der eine ist schneller, der andere ist weniger. Gestern war Samstag. Die ersten sind schon wieder mit ihrem Teil fertig. Ich bin so ein bisschen später eingestiegen. Ich habe Mittwoch damit angefangen, bin inzwischen aber tatsächlich mit dem ersten Teil fertig geworden und auch schon beim zweiten ein gutes Stück weit. Ja, jetzt zeige ich es euch mal. Ja, was für eine Wolle habe ich genommen? Ich habe dann erstmal in meinem Vorrat gekrustelt. Und bin dann auf diese Garnkombination gekommen. Ja, manche von euch werden schon sagen, ah, das ist eine Wollmeise. Genau. Das sind zwei Wollmeisen pur. Die sieht man auch so an der Locken. Also die hat keine Dauerwelle, die Wolle, sondern die ist gerippelt. Das ist der Pfefferminzprinz. Da habe ich mir eigentlich mal was war das, eine Jacke eingebildet, die auch fertig ist. Also ich habe Vorderteil, ich habe Rückenteil, ich habe einen halben Ärmel fertig und dann ist sie gelegen. So, das ist der typische UFO-Effekt bei mir. Und dann lag sie und lag sie und lag sie und dann habe ich festgestellt, jetzt gefällt sie mir gar nicht mehr so. Dann habe ich sie noch ein bisschen liegen lassen und überlegt, soll ich sie jetzt fertig machen oder nicht. Aber letztendlich habe ich sie jetzt wieder aufgerippelt. Warum sie mir nicht mehr gefallen hat, die hat so eine Taillierung gehabt. Also das war irgendwo, habe ich mal gedacht, nee, das ist glaube nicht meins. Oder es ist halt heute auch nicht mehr so schick, heute hat man eher so weit und lässig. Und ja, auf jeden Fall eine Rippelwolle. Ich habe es jetzt auch nicht irgendwie gespannt. Ich habe es jetzt einfach so, da war ich zu faul. Mal schauen. Und das, ach genau, die zweite. Das ist nicht gerippelt, das ist Nicole heißt, dieser schöne Blauton, der so dunkelblau und zwischendrin ein bisschen heller blau ist. Und ich finde, die passen schön zusammen. Ja, und der Rockefeller,
ist bei mir, so, der ist bei mir soweit. So. Ja, also man fängt an hier mit diesem, da ist der Anschlag, der Maschenanschlag. Und dann werden so diese Wedges hier gestrickt. Eine ganze Menge. Und dann, wenn man fertig ist, nimmt man dann unten die Maschen auf. Und jetzt geht es eben dann unten das Tuch weiter. Ah, finde ich schön, die Farben. Was nicht so schön geworden ist, seht ihr hier immer so dieser Übergang hier. Da sollte man ja so die Maschen zusammenstricken. Ich weiß nicht, aber vielleicht beim Spannen kommt es dann doch noch ein bisschen besser raus. Und vielleicht auch, weil es doch gerippelte Wolle ist. Also es rächt sich dann manchmal auch meine Faulheit, dass ich die nicht vorher irgendwo gespannt habe oder versucht habe, die ein bisschen glatt zu bekommen. Ja, das ist mein Rockefeller. Und ja, ich bin jetzt wieder gut dabei, auch wenn ich später angefangen habe, und kann diesen Crawl voll und ganz mitmachen. Also, fehlt mir nicht mehr viel, dann bin ich für diese Woche schon fertig und heute ist Sonntag. Und dann warte ich gespannt bis zur nächsten Woche, wie es dann weitergeht. Wer noch mitmachen möchte, kann einfach in die Kunkelstube gucken. Ich werde es unten verlinken. Die Kunkelstube ist übrigens auch die und den Strickrekord in Memmingen organisiert. Da möchte ich auch noch mal drauf hinweisen, am 9. Juni. Auch da schicke ich noch mal den Link, hänge ich unten hin. Ja, also macht mit. Ihr könnt dann einfach, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, aber man kann einfach auch die Bilder auf Instagram posten unter Kunkelcall. Auch wenn ihr mal sehen wollt, was da so gemacht worden ist, da finden sich sicherlich schon einige Bilder zu diesem Rockefeller Kunkelcall. Ich glaube mal, dass das der Name ist. Ja, schaut einfach mal. Aber ich denke schon, also Kunkelcall. Gut, dann, ja, das waren meine neuen Sachen und daran werde ich jetzt weiterarbeiten. So, was habe ich jetzt noch für euch? Genau, ich habe noch was gekauft. Sehe ich bloß, dass langsam meine Speicherkapazität zu Ende geht. Ich hoffe, dass ich da noch alles unterbringe. Und zwar habe ich dieses Interpretations Magazin gekauft. Das ist von Jorge Locatelli und Vera Velimäki. Zwei Designerinnen, die Jorge wohnt in Argentinien und die Vera wohnt in Finnland. Die zwei sind miteinander befreundet und sie bringen immer diese wunderschönen Magazine heraus, Bücher heraus. Und es sind tolle Sachen drinnen. Also ich werde auf jeden Fall irgendwas draus machen. Wo ist mein Favorit? Genau, den finde ich so toll. Diesen Schal. Den finde ich ganz, ganz klasse. Auch mal wieder eine ganz normale Schalform, auch wieder was anderes. Also den werde ich auf jeden Fall mal anschlagen. Aber es sind viele andere Schals und Jacken und richtig tolle Sachen drin. Und ja, auch schön aufgemacht mit den Bildern und alles. Also sehr zu empfehlen. Ist nicht ganz billig, okay, aber es lohnt sich, finde ich, auch so zum Blättern. Es ist was fürs Herz. Außerdem sind die zwei total nett. Und zwar habe ich vor kurzem bin ich auf den Fruity Knitting Podcast gestoßen. Ein englischer Strick-Podcast, der sehr, sehr professionell aufgezogen ist. Es ist ein Ehepaar, das sehr, sehr englisch ist. Also ich will jetzt nicht hier lästern. Ich meine das jetzt auch nicht böse, aber so stellt man sich die etwas ja, steifen, spießigen Engländer vor, so mit dem 5-Uhr-Tee in der Hand. Also, jetzt ist nicht bös gemeint, aber es ist so wirklich so, also, wer da irgendwo so ein Bild im Kopf hat, ich glaube, da werden alle Bilder werden da bestätigt, wenn man die zwei da so sitzen sieht, machen das aber ganz, ganz liebevoll und unterhalten sich da immer und stellen dann was vor. Und sie machen wirklich tolle Sachen, weil sie bringen dann auch Interviews und da haben eben auch die zwei dann interviewt und auch so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte von diesem Interpretations Magazin. Und es war einfach sehr, sehr informativ. Ist halt leider auf Englisch. Also das ist vielleicht für manche von euch der Haken, aber man versteht sie wirklich gut. Also ich finde es, mein Englisch ist auch nicht so da super, super gut, aber doch, man kommt gut mit. Also es ist sehr, sehr deutliches und klares Englisch und die zwei sind so sympathisch. Also da strickt man gleich umso lieber. Ja, sind auch andere Interviews noch drin. Was sie auch noch drin haben, sind so kleine Anleitungen, Tutorials und Tipps, was auch sehr hilfreich ist. Also einfach mal reinschauen, Fruity Knitting Podcast. Ja, also das ist neu bei mir im Bücherregal
und mal schauen, was ich davon anschlage. Ja, jetzt habe ich noch 8 Minuten Zeit, laut meiner Uhr hier oben. Ja, was ich jetzt noch anregen möchte, ganz am Schluss, ist ein Tauschpaket zu Ostern. Ich weiß, das ist jetzt schon relativ kurzfristig, weil Ostern ist heute in 2 Wochen. Aber vielleicht haben manche von euch noch Lust, damit zu machen. Das Motto ist einfach wolliges Osternest. Und ich habe mir das so vorgestellt, wer Interesse hat mitzumachen, schickt mir einfach eine E-Mail mit eurer Adresse, mit vielleicht der Farbe, die ihr gerne habt und das, was ihr auch gerne vielleicht strickt und ja, ob ihr ganz Socken strickt oder Tücher oder so, also dass man so ein bisschen eine Idee hat zu euch. Und ich werde dann das bis nächsten Freitag sammeln und am Freitag Nachmittag werde ich dann Tauschpartner zulosen. Ihr könnt dann einfach euch gegenseitig kontaktieren, vielleicht nochmal nachfragen, ist vielleicht sogar einfacher, als wenn er das jetzt mir schreibt, dass man vielleicht die Farben nochmal austauscht und wo die Vorlieben sind und vielleicht, ob man Veganer ist, wenn man was Süßes ins Paket legen möchte, ob man Tee trinkt, solche Dinge. Wolle rein, so im Wert von 12 bis 15 Euro, also ein schöner Strang von einer Handfärberin oder vielleicht ein, zwei schöne Knollsockenwolle. Also so in dem Umfang habe ich mir das vorgestellt. Ich denke, das ist auch ganz gut im Rahmen. Und dann noch so ein kleines paar Extras, die vielleicht zu Ostern passen. Kleine Dekoartikel, ein bisschen Schoki oder Tee. Auch so im Wert von ca. 5 Euro würde ich jetzt einfach mal so vorschlagen, sodass das Paket ca. einen Wert von 20 Euro hat. Ja, wer da gerne mitmachen möchte und sich über so ein Tauschpaket freuen würde von irgendeiner netten Strickerin oder einem netten Stricker, es gibt ja auch inzwischen zunehmend männliche Stricker, einfach mir eine E-Mail stricken, nicht mal eine E-Mail, bitte nicht stricken, sondern eine E-Mail schicken. Und ich organisiere das Ganze, dass ich das dann gegenseitig zulose. Ich mache natürlich selbst auch mit und setze mich dann auch in diesen Lostopf hinein und werde dann irgendjemand von euch was stricken. Ich hoffe, dass wenigstens einer mitmacht, dass wenigstens ich einen Tauschpartner habe. Aber vielleicht, also ich würde mich einfach freuen, wenn da von euch ein paar mitmachen. Ja. Damit bin ich jetzt am Ende angelangt von meinem... Ah, nein, stopp, halt, ich habe noch was. Und ich habe auch noch ein paar Minuten, sorry. Ja, ich mache noch bei einem anderen, nicht bei einem Knitting Call mit, sondern bei einem Sualong heißt es, also einem gemeinsamen Nähen. Die Ellie von Wolliges Geplauder hat es auch schon erzählt, wir haben uns zusammengetan. Und wir wollen einfach uns gegenseitig motivieren, dass wir eben zusammen was nähen. Und unser Motto für das erste Projekt ist blumiges Frühjahr, nähe etwas Tragbares für einen schönen Frühjahrstag. Also sollten Blumen rein und es muss irgendwas, ein Kleidungsstück sein, es kann eine Tasche sein, es kann ein Accessoire sein, also tragen kann man ja alles. Also gut, sollte kein Sofaüberzug sein, das ist vielleicht nicht so passend, aber der Rest geht alles und es muss mindestens eine Blume rein. Ja, ich habe mir ein Kleid ausgewählt, das ich machen möchte. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die Anleitung hier so auf die Schnelle finde. Das habe ich jetzt wieder verblättert, geschickterweise. Ah, da. Das ist so mein Kleid. Der Schnitt ist aus diesem Buch, Nadia ein Kleid von Rosa P. Da kann man sich so wie in einem Baukasten die Kleider zusammenstellen. Und ich möchte ein Kleid aus diesem Stoff nähen. Also Blumen sind drauf, sieht man, Thema erfüllt. Das hier ist unten dann der Saum vom Kleid und oben ist es dann einfach dezent mit diesem Muster. Also es steckt so in diesem Stoff drin. Den Stoff habe ich letztes Jahr auf der Nadelwelt in Karlsruhe gekauft und ja, den finde ich total schön. Also und da freue ich mich jetzt, dass ich endlich was draus nähen kann. Also ich hätte es ja vorher schon auch können, aber dass ich jetzt wirklich so ein bisschen angetrieben werde, das auch zu machen.
Ich werde es nachher dann noch den Schnitt dazu machen und nächste Woche zuschneiden. Bin ich nicht ganz im Plan, aber so ungefähr. Und dann werde ich das eben in den Osterferien ist mein Plan, dass ich das Kleid nähe. Ja, so, das war jetzt aber wirklich alles. Und damit verabschiede ich mich von euch ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Freue mich über alle Kommentare von euch und bedanke mich auch an der Stelle gleich nochmal für die Kommentare, die ich zu meinem letzten Video erhalten habe und die ganzen lieben Rückmeldungen für euch. Macht's gut, lasst die Nadeln klappern und habt einfach eine schöne Zeit. Tschüss!